So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Natürlich. Lego Harry Potter ist es natürlich. Sorry. So, erstmal den Trankstoff. In der letzten Folge haben wir den Alterungstrank gebraut. Und heute langsam mir diese Steine. Jetzt können wir tatsächlich hier rein. Wir sind im vierten Jahr. In einem sehr interessanten Jahr, meiner Meinung nach. Jawohl. Nämlich heute dieses Jahr. Ja, es wird jetzt langsam düster. Es geht jetzt quasi im vierten Jahr um den Trimagischen Pokal. Und wir machen jetzt weiter. Guck ich mal gerade. Wir machen jetzt weiter. Ich muss jetzt gerade mal checken, wo wir gerade hier dran sind. Hier sind wir. Okay. Wir müssen. Okay, klar. Hier lang. Große Halle, Fragezeichen. Ach so, ich glaube, jetzt kommt die Ziehung für die Champions. Oder? Genau. Victor Groom, Fleur de la Cour, Tedric Diggory. Und der Harald Töpferer, nein, der Harry Potter natürlich. Und keiner weiß warum. Nach den Büchern, nach dem Film, wissen wir ja natürlich, wer es war. Aber pst, es mag ja Leute geben, die noch nicht die Story kennen. So, okay. Ja, wir sind jetzt erstmal Champion. Wie gesagt, wir wissen alle nicht warum, wieso, weshalb. Hat der Alterungstrank doch etwa funktioniert? Warte mal, ich habe ja Expecto Patronum. Kann ich nicht hören. Ich muss mich wieder reinfuchsen erstmal in die Geschichte. Oh, guck mal. Ein Schlüssel? Ach, der da oben, das Schloss. Oh. Ja, coole Sache. Ich muss übrigens was ankündigen. Das ist ab sofort kein Rainbow Six Siege mehr begeben wird auf meinem Kanal. Es hat ein paar interne Gründe. Nichts Wildes. Ja, irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie auch immer. Montag beginnt ein neues. Gibt es ein altes. Also. Neues, altes oder altes, neues, das kommt beides zu. Spiel auf meinem Kanal. Etwas, was ich schon mal gemacht habe, was mir damals nicht gefallen hat, so wirklich, weil so einige Sachen weggelassen waren oder was auch immer. Wie dem auch sei, freut euch auf was Schönes.
So, wir gucken mal hier in der Bibliothek gerade nach den Büchern. Nehmen wir natürlich hier gerne mit, die Sachen. So, was haben wir hier? Aha. Hat das Buch jetzt damit zu tun? Okay. Ah, nur Teile. Okay. Oh, upsie. Ach, mal schauen, wir haben dort was gefunden. Und zwar, ich glaube erst, dass das Schloss mit Alomora machen können. Warte mal, ich würde mal kurz. Und ich check mich hier gerade noch mal kurz durch. Ein paar Steine, okay. Kommen wir da hier rein? Okay. Was ist mit dieser Kiste hier? Oh. Ah! Lesebrille für den Typen. Oh, da ein Hogwarts-Wappen. Das war sehr wahrscheinlich dort platzieren können. Zoff. Ah, wir haben. Okay, nett. Ja, wir sind in der Bibliothek, das weiß ich natürlich, klar. Ach, wir müssen jetzt das Gelb, wahrscheinlich das Gelb, Gelb und Rot abwechselnd reintun. Oder was? Ach, das ist eine Stinkskiste. Jo. Oh, auf Zombie Run. Okay, und damit kriegen wir. Haben wir eine Eule hier irgendwo? So, damit müssen wir zur Hermine wahrscheinlich wechseln kurz. Mond, Trank, Steine, Sterne, links. So, nehmen wir das mit. Und damit können wir hier irgendwas bauen. Wägelchen. Naja. So, was bringen wir jetzt die Bücher?
Ach so, die sind da drin. Ich habe jetzt nur gerade eine Trophäe bekommen. Ein Geist. Und damit haben wir auch den zweiten der Hüte gekriegt. Mal Schrank. Ist das hier? Das können wir noch nicht öffnen. Warte mal, Hermine. Aber irgendwas mit der ganzen Rauen. Okay, die kriegen wir nicht mit rein. Noch keine. Ich glaube, da kriegt ihr mir noch eine oder so. Ach, das ist noch ein Buch. Dafür gibt's einen Schüler. Okay, damit haben wir alle Bücher eingesammelt, alle violetten Bücher und kriegen dafür für den Vielsaftrag einen weiteren Schüler. Alicia oder Alicia Spinnet. Ich komme da jetzt mal nicht hoch gerade. Ach, da ist doch die Eule. Warte mal kurz, ich hol mal kurz, mach mal kurz das Ding hier weg. Die Eule habe ich jetzt gar nicht gesehen. Roter Steinfühler freigeschaltet. Okay, sehr schön. Frage, wenn ich den Wagen jetzt nehme, ob der jetzt mehr oder weniger uns da runterstellen können und dann einfach da hochspringen können? Nee. Okay. Okay, okay. Und wie komme ich da hoch? Ich will ja dem. Da oben ist nämlich auch eine Raune noch. Aber wir können das Ding gerade noch nicht verzaubern. Hey, ich will hier hoch. Da glaube ich, dass wir nochmal später wiederkommen müssen. Okay.
Genauso wie diese Schlange. Aber wir müssen jetzt mal hier hin. Ach, gucke mal, wir haben hier Stinks. Rein damit. Jawohl, und damit haben wir Susan Bones freigeschaltet. Keine Sorge, die Schlange habe ich schon gesehen. Jetzt brauchen wir nur die Banane. Hier sind wieder ganz viele Steine. Wir haben fast die Millionen jetzt voll. Oh, was war da gerade? Ah. Eine Fledermaus, okay. Ah, und damit haben wir die Banane oder die Bananen. Naja, wahrscheinlich ein Alterungstrank, würde ich fast behaupten, dass es einer ist. Der aber gerade da unten nichts bringen. Ich finde, darunter können wir, glaube ich, gerade. Oder hat der es der mit der Bibliothek da unten zu tun? Ja, weiß ich nicht. Was ist das? Wir nehmen auch Hermine mit. Ich hätte jetzt eigentlich bei Hermine jetzt gedacht, ja, mit dem Rollator oder sowas. Aber wir kommen. Das geht aber. Wir kommen ja so da durch eigentlich, oder? Nee, also das bringt's nicht. Wie Teile komme ich da hoch? Du bist ja den Schüler da hinten befreien. Oder retten. Schauen wir doch erst später. Naja, egal. Wir kommen ja. Eigentlich kommen wir ja da ewig durch. Der Alterungsfall wird ja nichts damit zu tun haben. Und ist das hier noch irgendwas? Da hinten ist hier auch nichts, ne? Du kannst aber doch nicht keine Alomora, ne? Ne, kannst du nicht. Na gut. So, Steine hier nochmal mit. Und dann machen wir uns wieder raus. Ja. So, und in der nächsten Folge finden wir raus, was wir da machen müssen. Nein, bis dahin oder Wiedersehen bei Let's Play. Lego Harry Potter.